Sie aufgeblasener, schwachsinniger, mieser, widerwärtiger Wookie-Treiber! Die Macht ist nicht in jedem gleich stark. Dieses Kräftemessen nützt keinem. Willkommen bei WatchMojo.de und heute wählen wir die 10 besten Charaktere aus Star Wars. Für diese Aufstellung schauen wir uns die unvergesslichsten Rollen des bisherigen Star Wars-Kanons in Kino und Fernsehen an. Skywalker ist hier. Er ist auf dem Weg, den Hut zu befreien. Gut gemacht, Red Dress. Das erweiterte Universum wie Star Wars Legends und andere Comics, Videospiele und Romane sind hiermit ausgenommen. Jetzt kann's losgehen. Nummer 10, Boba Fett. Das Schiff darf nicht vernichtet werden. Wie Sie wünschen. Boba Fett ist ein gefürchteter mandalorianischer Kopfgeldjäger, der die Zuschauer in das Imperium schlägt zurück sofort für sich gewinnt. Jetzt gehört er dir, Kopfgeldjäger. Für das schnelle Geld jagt er Han Solo und seine Freunde für Darth Vader. Und dass er ihn eingefroren in Carbonit zu Jabba bringt, zeigt seine Skrupellosigkeit. Sie können Captain Solo zu Jabba dem Hutten bringen, so wie ich Skywalker habe. In den Prequels erfahren wir, dass er ein Klon von Jango Fett ist, der genetischen Vorlage der ersten Sturmtruppen. Abgesehen von seiner Bezahlung, die beträchtlich ist, hat Fett nur eine einzige Sache verlangt. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Und trotz alledem ist er ein totaler Publikumsliebling. Nummer 9, Chief Palpatine Darth Sidious. Jetzt, junger Skywalker. Wirst du sterben. Als der galaktische Imperator Palpatine das erste Mal in das Imperium schlägt zurück in einem Hologramm vorgestellt wurde, war er sofort gefürchtet. Der Sohn des Skywalker darf nicht zu einem Jedi werden. Zur Zeit der Republik gab er sich als seriöser Senator aus, stieg zum obersten Kanzler auf, obwohl er im Geheimen als einzig überlebender Sith-Meister Darth Sidious wirkte. Ich will diese schleimige Ausgeburt nie wiedersehen. Er setzte die Order 66 um, welche beinahe alle Jedi auslöschte und den Umsturz der Republik in das Imperium ermöglichte. Hohes Haus, mit äußerst großen Bedenken habe ich diesem Ruf zugestimmt. Ich liebe die Demokratie. Ich liebe die Republik. Sein Streben nach Macht und furchteinflößendes Äußeres macht ihn unvergesslich. Ganz wie du willst, Jedi. Nummer 8, Chewbacca. Chewbacca hier ist Co-Pilot eines Raumschiffs, das in Frage kommt. Wie bitte kann man Chewie nicht lieben? Weil Han Solo ihn viele Jahre zuvor befreit hat, hat er ihm lebenslange Treue geschworen und ist seitdem sein Co-Pilot auf dem rasenden Falken. Ich fühle mich furchtbar. Seine Loyalität bringt ihn ständig in brenzlige Situationen, zögert aber nie, seinen Kameraden zu helfen. Chewie, schaff uns raus hier! Wenn du nett zu ihm bist, bellt er nur und beißt nicht. Dieses liebe Fellknäuel muss man einfach gern haben. Beruhige dich, Kumpel. Ich bin wieder in Ordnung. Nummer 7, R2-D2 und C3PO. Aber es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Diese beiden gibt es nur im Doppelpack. Aber was ist auch R2-D2 ohne 3CPO? Verzeihung, Sir, aber diese R2-Einheit ist im besten Zustand. Ein echtes Angebot. Dieses Roboter-Duo findet sich oftmals in den misslichsten Lagen wieder, wie inmitten eines intergalaktischen Bürgerkrieges. Hast du das gehört? Wir haben den Hauptreaktor getroffen. Wir werden bestimmt vernichtet werden. Prinzessin Leia hat R2-D2 die geheimen Pläne des Todessterns gegeben, die er zu den Rebellen bringen sollte. Und natürlich kommt C3PO mit auf die Reise. R2-D2, wo steckst du? Und obwohl ihn C3PO ständig neckt, kann er doch auch nicht ohne ihn. Wenn ich meine Existenz aufs Spiel setze, geht über mein Fassungsvermögen. Sie sind einfach wie ein altes Ehepaar. Jetzt komm aber endlich, R2. Wir können nicht das Geringste tun und meine Gelenke frieren mir allmählich ein. Nummer 6, Prinzessin Leia. Irgendwie habe ich es immer gewusst. Als sie versucht, mit den Plänen des Todessterns zu entkommen, wird sie gefangen genommen, verhört und muss mit ansehen, wie ihr Heimatplanet Alderaan in die Luft gesprengt wird. Nein!
Alderaan ist friedlich. Wir haben keine Waffen. Ihr könnt unmöglich... Sieht sie ein anderes Ziel vor? Ein militärisches Ziel? Selbst danach beweist sie vollen Mutes, dass sie zu Recht die Anführerin der Rebellenallianz ist. Teufel, was soll das? Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun. Bei jeder Gelegenheit versucht sie, das Imperium zu übertrumpfen, sind die Chancen auch noch so schlecht. Was zum Teufel? Ihre ständigen Bemühungen, ihren Verbündeten zu helfen, macht sie bei den Zuschauern so beliebt. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Was? Nummer 5. Obi-Wan Kenobi. Guten Tag, du. Die Prequels zeigten ihn als jungen, warmherzigen Jedi-Meister, begabt mit dem Lichtschwert. Es ist vorbei, Anakin! Ich stehe deutlich über dir! Dagegen stellte ihn die Originaltrilogie eher als ältlichen Einsiedler dar, der alte Jedi-Traditionen bewahren will. Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Nachdem er seinen Mentor durch Sith-Hände sterben sieht, nimmt er Anakin als ersten Schüler auf, verliert ihn an die dunkle Seite, rettete Anakins Kinder, erzieht seinen Sohn Luke zum Jedi, opferte sich und hilft Luke aus dem Jenseits seinen eigenen Vater zu besiegen. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Wenn das mal keine Hingabe ist. Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Nummer 4, Yoda. Tu es oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. Yoda ist der größte Jedi, der jemals gelebt hat, mit einem ziemlich eigentümlichen Humor. Überrascht? Lass dich aber durch seine winzige Größe, langsamen Bewegungen und Krückstock nicht täuschen. Dieser kleine grüne Zwerg kann wild durch die Lüfte fliegen. Aber wenn die Umstände es nicht erfordern, bewegt er auch schwerste Gegenstände mit Hilfe der Macht. Außerdem ist er bis zum Fall der Republik als führendes Mitglied im Hohen Rat der Jedi tätig und betreute Luke Skywalker persönlich. Ich habe keine Angst. Doch. Du wirst Angst haben. Nummer 3. Luke Skywalker. Na gut, dann komm. Luke hat sich vom weinerlichen Bauernjungen zum legendären Jedi entwickelt. Doch, ich bin bereit. Ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit... Bereit bist du? Nachdem sein Onkel R2-D2 und C-3PO gekauft hat, beginnt für ihn ein ungeahntes Abenteuer, in dem er seine Schwester befreit, Pilot wird, den Todesstern zerstört, die Macht beherrscht. Die Macht, die du besitzt, werde ich nie haben können. Nur du allein kennst das Geheimnis. Er erfährt, dass sein Vater der Sith-Lord Darth Vader ist. Ich bin dein Vater. Nein! Und ihn doch am Ende erlöst. Und die Galaxie rettet. Ich lasse dich nicht her. Ich werde dich retten, Vater. Das hast du schon getan. Luke führt den gelebten Traum, den wir alle haben. Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Nummer 2. Han Solo. Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Dieser korellianische Schmuggler ist ein wahrer Space-Cowboy. Na schön, Junge. Ich will hoffen, dass du damit recht hast. Es scheint, als ginge es ihm nur um seinen Profit, obwohl es eigentlich um seine horrenden Schulden bei Jabba geht. Ich wollte dir nicht die ganze Ehre und die ganze Belohnung alleine überlassen. Ich wusste, dass es mehr für sie gibt als nur Geld. Zu jedem fiesen Trick bereit, überwindet er auch scheinbar aussichtslose Situationen. Oftmals mit seiner Laserkanone oder einfach Glück. Ich schätze, sie können es nicht ertragen, einen so tollen Kerl wie mich aus den Augen zu lassen. Er scheint egoistisch, tut aber alles für seine Freunde, selbst nachdem er in Carbonit eingefroren war. Hat er es überlebt? Ja, Lord Vader, er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Diesen kleinen Lausbub muss man einfach lieben. Ich liebe dich. Ich weiß. Bevor wir euch unsere Nummer 1 zeigen, hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Ich werde keinerlei Maßnahmen billigen, die uns in einen Krieg führen. Willkommen. Ich bin Lando Calrissian. Ich bin der Administrator dieser Niederlassung. Darf ich fragen, wer Sie sind? Leia. Willkommen, Leia. Bist du Jedi-Mind? Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookie bringen lassen. Anakin Skywalker, Darth Vader.
Ich bin ein Mensch und mein Name ist Anakin. Anakin Skywalker, später Darth Vader, ist der eigentliche Held. Für euch! Das auch! Er wurde zwar vernünftig durch die Macht zu einem sensiblen jungen Piloten erzogen, aber erst sehr spät in den Jedi-Orden gebracht. Dann versucht es. Seine geheime Liebe zu Padmé, Besessenheit nach Erfolg und ständige Ungeduld ließ ihn leichter auf die dunkle Seite fallen. Meiner Meinung nach sind die Jedi das Böse. Nun, dann bist du verloren! Wodurch er seine Kinder Luke und Leia verloren hat. Ich hasse euch! Vader bestraft nicht nur Feinde, sondern auch eigene Männer skrupellos. Wo ist dann der Botschafter? Erst durch Luke wurde er erlöst. Das wäre dein Tod. Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren. Vaders Auf- und Abstieg ist komplex und faszinierend. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Was hältst du von der Aufstellung? Viel zu lernen, du noch hast. Was sind deine Lieblings-Star-Wars-Rollen? Für seine Falle. Für noch mehr unterhaltsame Top-10-Videos abonniere einfach watchmojo.de. Ja, lach du nur, du dämliches Pelzvieh.